Auf der Autofähre, die in der Nacht zum Freitag nördlich von Korfu Feuer gefangen hat, sind mindestens zwei Menschen immer noch in Fahrzeugdecks eingeschlossen. 11 der offiziell 290 Passagiere und Besatzungsmitglieder werden noch vermisst. Die Fähre war in Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands gestartet und sollte nach Brindisi in Ostitalien fahren. Im Hafen von Korfu, wo mindestens 278 gerettete Passagiere und Besatzungsmitglieder eingetroffen sind, wurden die Passagierlisten mit den Namen der Menschen abgeglichen. Mehrere Lkw-Fahrer unter den Passagieren sprachen von Kollegen, die die Nacht in ihren Fahrerkabinen in den Garagen unter Deck verbracht haben sollen. Einige Passagiere mussten mit Atem- und Herzbeschwerden ins Krankenhaus gebracht werden. Das Schiff soll stabil sein und bisher keinen Kraftstoff verloren haben, berichten italienische Medien unter Berufung auf die Fährgesellschaft Grimaldi Group, der die Fähre Euroferry Olympia gehört. Den Rettungskräften kommt das verhältnismäßig ruhige Wetter entgegen, das in der Region herrscht.